Herr Bundespräsident, Frau Bundeskanzlerin, Herr Bundesratspräsident, Herr Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Lasker-Wallfisch, sehr geehrte Frau Lasker-Habrecht, meine Damen und Herren, an Auschwitz scheitert jede Gewissheit. Auschwitz, das ist Synonym für den planmäßigen industriellen Völkermord an den europäischen Juden, für die nationalsozialistischen Verbrechen, für die Unmenschlichkeit im Menschen. Am 27. Januar 1945 befreiten Soldaten der Roten Armee das Konzentrations- und Vernichtungslager vor 73 Jahren. Was das heute noch mit uns zu tun hat, darauf hat Bundespräsident Roman Herzog 1996 in der ersten Gedenkstunde vor diesem Hohen Haus eine unmissverständliche Antwort gegeben. Sie ist immer noch gültig. Wir erinnern nicht, hat er gesagt, um unser Entsetzen zu konservieren. Wir erinnern uns, um Lehren zu ziehen. Lehren, die auch künftigen Generationen Orientierung geben, damit aus der Erinnerung immer wieder lebendige Zukunft wird. Wir gedenken nicht als persönlich Schuldige. Aber aus der Schuld, die Deutsche in den 12 Jahren der NS-Diktatur auf sich geladen haben, wächst uns nachfolgenden Generationen eine besondere Verantwortung zu. Uns allen. Nicht, weil Geschichte sich wiederholt, das tut sie nie, sondern weil an Auschwitz jede Gewissheit scheitert. Geschichte verläuft weder zufällig noch zwangsläufig. Was heute unsere gemeinsame Vergangenheit ist, haben Menschen früher als ihre eigene Gegenwart gestaltet, im Guten wie im Bösen. Gestern vor 85 Jahren wurde Hitler die Macht übertragen. Binnen kurzem gelang den Nationalsozialisten die Zerstörung der ersten deutschen Demokratie. Nun konnten sie ihre Rassenideologie politisch umsetzen, im vermeintlichen Interesse einer proklamierten deutschen Volksgemeinschaft. Ein denkbar einfaches Prinzip, wir und die anderen. Die anderen gehören nicht dazu, dürfen nicht dazugehören. Einfach und im Ergebnis mörderisch. Jüdische Deutsche wurden nach einer angeblich rassischen Zugehörigkeit kategorisiert. Nachbarn, Kollegen, Mitschüler, Kommilitonen, ausgegrenzt, entrechtet, enteignet, misshandelt und vernichtet. Sie verschwanden aus dem eigenen Umfeld. Die Mehrheit der Gesellschaft nahm es hin. Einige haben geholfen, Freunde und Bekannte versteckt, sie unterstützt. Die meisten schwiegen. Wie hätten wir gehandelt? Diese Frage stellt sich an unser Gewissen, jeder Generation von Neuem. Die Kulturwissenschaftlerin Aleida Aßmann hat einmal gefragt, was wäre eigentlich gewesen, hätte nach den Pogromen vom 9. November 1938 10 oder Hunderttausende demonstriert, wenn sie öffentlich bekundet hätten, wir sind alle Juden? Unter den Bedingungen der Nazi-Diktatur eine hypothetische Frage, gewiss. Aber die Frage verdeutlicht, was eine Gesellschaft braucht, um ihre Freiheit zu sichern. Eine konsequente Haltung gegen jede Form der Ausgrenzung, bevor es zu spät ist. Wir gedenken heute der Opfer nationalsozialistischer Verbrechen, der ermordeten Juden Europas, der Sinti und Roma, der Kranken und Behinderten, der politisch Verfolgten, der Homosexuellen, der Zeugen Jehovas, der Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, der Kriegsgefangenen, der zu Untermenschen degradierten slawischen Völker. Und wir ehren heute den Mut derjenigen, die sich nicht abfinden wollten mit der Zerstörung von Freiheit und Humanität, die sich nicht abfinden konnten, die Verfolgten und Bedrängten geholfen haben, die Widerstand leisteten. Auf Einladung des Deutschen Bundestags haben sich in den vergangenen Tagen junge Menschen aus verschiedenen europäischen Ländern und aus Israel mit Motiven, Formen und Wirkungen des Widerstands befasst. Besonders mit der studentischen Widerstandsgruppe Weiße Rose um die Geschwister Hans und Sophie Scholz.
Vor 75 Jahren wurden sie beide und vier ihrer Mitstreiter in München hingerichtet. Wer könnte von anderen den Mut einfordern, aufzubegehren, wenn Opposition zu einer Frage von Leben und Tod geworden ist? Das macht Empathie, Solidarität, Zivilcourage im Vorfeld umso wichtiger. Als selbstverständlich hinzunehmen, sich gar zu verlassen auf die Beständigkeit etablierter Institutionen, diese Gewissheit kann es nach Auschwitz nicht mehr geben. Rechtsstaat, Gewaltenteilung, Demokratie brauchen unser Engagement. Meine Damen und Herren, wir gedenken der Toten und verneigen uns vor den Überlebenden. Wir denken an die Opfer weltweit, die noch unter uns sind, an die Angehörigen und Nachkommen. Für sie alle ist und bleibt die Geschichte in höchstem Maße persönlich. Auch das vergessen jene, die heute meinen, es reicht. Anita Lasker-Walfisch und ihre Schwester Renate haben überlebt. Zwangsarbeit, Gestapohaft, das Vernichtungslager Auschwitz, das KZ Bergen-Belsen. Nach dieser Erfahrung wollten Sie, Frau Lasker-Walfisch, mit großer Bestimmtheit die Hoheit über Ihr Leben zurück, ein normales Leben führen. Erst viele Jahre und Jahrzehnte später entschieden Sie sich, über das Erlebte zu schreiben und zu sprechen. Ihr Leben ist Teil eines beeindruckenden Dokumentarfilms über Breslauer Juden geworden. Das Erzählen und Berichten wurde Ihnen zu einer Art Pflichterfüllung, sagen Sie, als Stimme jener Menschen, die nicht mehr reden können, weil man sie umgebracht hat. Sehr geehrte Frau Lasker-Walfisch, Sie haben lange mit Deutschland und den Deutschen gehadert. Umso mehr danken wir Ihnen, dass Sie die Einladung angenommen haben, heute zu uns vor dem Deutschen Bundestag zu sprechen. Über das Überleben haben Sie gesagt, Sie hätten einfach Glück gehabt. Zufälle seien es gewesen, die Sie und Ihre Schwester vor der Ermordung bewahrten. Die Musik spielte dabei eine große Rolle, genauer gesagt, dass Sie Cello spielen konnten. Ein Cello in Auschwitz, Musik in Auschwitz, das lässt sich auch kaum vorstellen. Und doch, in der alltäglichen Hölle der Konzentrations- und Vernichtungslager gab es Musik. Manche Häftlinge musizierten und sangen auf eigene Initiative, heimlich und verboten, teils auch geduldet. Das meiste war angeordnet, das Singen auf Kommando, die musikalische Beschallung über Lautsprecher, Lagerkapellen oder Orchester auf Anweisung und Betreibung der SS-Lagerleitung. Die Musiker waren jüdische wie nicht-jüdische Häftlinge. Sie mussten Marschmusik beim Ausrücken und bei der Rückkehr der Arbeitskommandos spielen. Sie hatten Bestrafungen und Exekutionen musikalisch zu untermalen. Sie musizierten bei offiziellen Anlässen und Besuchen, zur Vertuschung etwa bei Inspektion des Roten Kreuzes, zur Täuschung und Beruhigung neu ankommender Häftlinge. Und sie hatten dem Lagerpersonal zur Verfügung zu stehen, damit diese Männer und Frauen sich zu Klängen von Schumann und Mozart bei Schlagern und Operettenliedern, man muss es so sagen, erholen konnten von der Bewachung, von der Selektion, von der Ermordung der Häftlinge. Wir glauben ja zu wissen, was gut und böse ist. Musikalische Empfindsamkeit und bestialische Grausamkeit. Diesen Tätern war beides möglich. An Auschwitz scheitert jede Gewissheit. Musizieren auf Befehl, auf Begleitung von Mord und Vernichtung, eine Perversion. Und sie half trotzdem einigen Häftlingen, Gott sei Dank, zu überleben. Beabsichtigt war das seitens der Lagerleitung nicht, aber die Cellistin von Auschwitz und andere Mitglieder des Frauenorchesters von Birkenau waren auch nicht leicht austauschbar oder zu ersetzen. Zugleich war die Musik Ihnen, Frau Lasker-Walfisch, ein innerer Zufluchtsort, so haben Sie es eindrücklich beschrieben, als Ort, den Ihnen die Nazis nicht nehmen konnten, wo es Ihnen dank der Arbeit am Instrument und im Orchester gelungen sei, einen Funken menschlicher Würde zu behalten. Wir spielten für und um unser Leben, hat der am Sonntag verstorbene Jazzmusiker Coco Schumann sein Mitwirken bei den Ghetto-Swingers in Theresienstadt
und später in Auschwitz einmal auf den Punkt gebracht. Kunst als ein Überlebensmittel. Für Marcel Reich-Ranicki, der 2012 hier gesprochen hat, war es die Literatur. Für andere das Zeichnen und Malen. So sagt der israelische Künstler Yehuda Bakon, dass ihm die Kunst geholfen habe, seelisch in Auschwitz und nach Auschwitz zu überleben. Er wurde als 13-Jähriger mit seiner Familie nach Theresienstadt deportiert. Dort fing er an zu zeichnen. Eines seiner Bilder zeigt ein Gesicht im aufsteigenden Rauch des Auschwitzer Kreatoriums. Ein beklemmendes und berührendes Bild. Es ist seine Erinnerung an den eigenen Vater. Bakon hatte sich entscheiden müssen, entweder beim Vater bleiben und mit ihm sterben oder ohne ihn versuchen zu überleben. Da war er noch keine 15 Jahre alt. Der Deutsche Bundestag zeigt ab heute eine Auswahl der Werke dieses großen Künstlers. Yehuda Bakon hat sich durch die Kunst das Leben zurückerobert. Erst mit seinen Zeichnungen und seiner Malerei fand er eine Sprache, um die unsichtbare Wand zu durchdringen zwischen ihm, dem Holocaust-Überlebenden, und den, wie er einmal sagte, sogenannten normalen Menschen. Wir spüren diese Wand, von der Yehuda Bakon und auch viele andere Überlebende gesprochen haben. Das von ihnen Erlebte entzieht sich unserer Vorstellungskraft. Aber Resignation vor der Monstrosität der Verbrechen darf es nicht geben. Auch wenn wir das Ausmaß des staatlich angeordneten Mordens nicht fassen können, wir müssen immer wieder versuchen zu verstehen, wie es dazu gekommen ist. Die historischen Konstellationen, Entwicklungen und Faktoren, die es ermöglichten, dass eine Demokratie sich selbst aufgab, dass die Gesellschaft in einem zivilisierten, modernen, vielfältigen Land damit begann, Menschen auszugrenzen, dass Verbrechen zur Norm wurde. An Auschwitz scheitert jede Gewissheit. Und das Vertrauen in den menschlichen Fortschritt, den Sinn von Geschichte, die zivilisierende Kraft der Kultur, die Gewissheit über die Grenzen dessen, was Menschen an Leid, Schmerz und Erniedrigung ertragen und was sie anderen Menschen zufügen können. An Auschwitz scheitert die Gewissheit über uns selbst. Und deshalb müssen wir sensibel sein, wachsam, selbstkritisch. Je weiter die Zeit des Nationalsozialismus zurückliegt, desto wichtiger wird die Erinnerung. Weil wir dazu neigen, für selbstverständlich zu halten, was doch die historische Ausnahme ist, Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Wir brauchen die kollektive Selbstbeunruhigung an historischer Erfahrung, wie es Volkhard Knigge, der Leiter der Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora, einmal gesagt hat. Und Anlass zur Selbstbeunruhigung gibt es. Die Verrohung nimmt zu, vor allem im Internet und in den sozialen Netzwerken, aber nicht nur dort. Die als Hasskriminalität erfassten Strafen, Gewalttaten haben sich in den vergangenen 10 Jahren verdoppelt. Die meisten davon sind fremdenfeindlich motiviert. Jeden Tag werden Menschen bei uns angegriffen, weil sie anders aussehen, anders sprechen, weil sie fremd erscheinen und Fremde bleiben sollen. Die große Mehrheit in diesem Land ist nicht ausländerfeindlich, schon gar nicht gewalttätig. Es muss uns aber beunruhigen, wenn Angriffe auf Zuwanderer, auf Flüchtlinge und deren Unterkünfte stillschweigend oder gar laut gebilligt werden. Es muss uns beunruhigen, wenn Menschen der Versuchung erliegen, zu meinen, es löse unsere Probleme, wenn diese anderen verschwinden. Sie irren sich. Und das müssen wir ihnen immer wieder vermitteln. Beunruhigen muss uns, wenn ein Großteil der heute in Deutschland lebenden Juden angibt, im Alltag antisemitische Anfeindungen zu erleben. Wenn ein Rabbiner und seine Kinder ihre Kippa unter einer Kapuze oder Basketballkappe versteckt tragen müssen, wenn auf deutschen Straßen und Plätzen antijüdische Parolen gegrölt und israelische Flaggen verbrannt werden,
wie wir es jüngst wieder erleben mussten. Das ist inakzeptabel. Jede Form. Jede Form von Antisemitismus ist unerträglich, erst recht in unserem Land. Das gilt für alle, die hier leben, auch für die die deutsche Vergangenheit nicht die eigene ist, auch für jene, die hier oder anderswo vielleicht selbst Ablehnung und Diskriminierung erfahren mussten. Sie sind in eine Verantwortungsgemeinschaft eingewandert, so hat es Bundespräsident Joachim Gauck in seiner Rede vor diesem Haus genannt. Damit sind Verpflichtungen verbunden. Wer hier leben will, muss sie akzeptieren. Darauf bestehen wir. Beunruhigen muss uns auch, dass neben Synagogen und jüdischen Einrichtungen dutzendfach Moscheen Ziele von Schändungen und Übergriffen sind. Dass Muslime aufgrund ihres Glaubens angefeindet oder pauschal kriminalisiert werden. Dass Menschen, weil sie einer bestimmten Religion angehören, die Fähigkeit abgesprochen wird, dazuzugehören. Hetze und Gewalt dürfen in unserer Gesellschaft keinen Raum haben. Gegen wen immer sie sich auch. Und von wem immer sie auch verübt werden. Wer Hass schürt, beutet die Verunsicherung, die Ängste von Menschen aus. Wer vom Volk spricht, aber nur bestimmte Teile der Bevölkerung meint, legt Hand an unsere Ordnung. Dieses freie, demokratische, rechtsstaatliche, friedliche Deutschland, in dem wir heute das Glück haben zu leben, ist auf der historischen Erfahrung unermesslicher Gewalt gebaut. Unsere Verfassung hat daraus Lehren gezogen. Auch deshalb ist unser Land für viele Menschen in der Welt inzwischen ein Sehnsuchtsort. Das Grundgesetz garantiert Rechte. Werte garantieren kann es nicht. Achtung, Anstand, Respekt. Respekt davor, dass jeder berechtigt ist, sein Leben so zu leben, wie es ihm gefällt. Seine Meinung zu sagen, seinen Glauben zu leben, frei zu sein, solange er dabei nicht die Freiheit anderer einschränkt, solange er nicht gegen Recht und Gesetz verstößt. Das mag manches Mal als Zumutung erscheinen, das stimmt. Aber ohne solche Zumutungen wäre Toleranz einzufordern Wohlfeil. Und genauso gilt, ohne klare Grenzen wäre Toleranz nicht mehr als Ignoranz und Beliebigkeit. Wie zerbrechlich die Freiheit, wie fragil die zivile Gesellschaft ist, das ist die Lehre aus unserer Geschichte. Die Menschenwürde ist verletzlich. Gerade deshalb postuliert unser Grundgesetz in seinem Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Daran haben wir uns zu messen. In unserem Land und als verantwortungsbewusster Partner in Europa und in der Weltgemeinschaft. Sehr geehrte Frau Lasker-Balfisch, Sie verdanken der Musik Ihr Leben. Und die Musik verdankt Ihnen viel. Nach dem Krieg haben Sie in Ihrer neuen Heimat London das English Chamber Orchestra mitgegründet, eines der führenden Kammerorchester der Welt. Ihre Leidenschaft für die Musik und für das Cellospiel gaben Sie an Ihren Sohn weiter. Ich danke Ihnen, Herr Professor Walfisch, dass Sie einen Teil der musikalischen Beiträge dieser Gedenkstunde übernehmen. Komponiert hat die Musik Ernst Bloch. Er entstammt einer Familie Genfer Juden. Während des Ersten Weltkriegs siedelte er in die USA um. In seiner Musik sucht er den Ausdruck für seine kulturelle Identität, für das, was er die jüdische Seele nannte. Die beiden Stücke, die wir hören werden, schrieb er in den 20er Jahren. Damals war nicht abzusehen, welches Maß an Zerstörung jüdische Kultur in Europa erfahren würde. Dass ihre vollständige Vernichtung nicht gelungen ist, ist ein großes Glück. Und dass sie auch bei uns wieder aufblüht, dafür sind wir dankbar.
Können Sie mir das abnehmen? Natürlich. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, liebe Familie, ich danke Ihnen für die Einladung, hier im Bundestag ein paar Worte sagen zu dürfen.
Ich bin eine der rapide verschwindenden Augenzeugen der damaligen Katastrophe. Es gibt schlechthin kein Genozid, der so umfassend dokumentiert ist wie der Holocaust. Stundenlange Interviews wurden mit Überlebenden gemacht. Man kann unzählige Berichte lesen, wenn man will, und trotzdem gibt es Leugner. Menschen, die behaupten, dass das alles erfunden ist. Man schickt sogar jemanden nach Birkenau, der an den Wänden der gesprengten Gaskammern herumkratzt, um zu beweisen, dass das, was man sich erzählt, ganz einfach nicht wahr ist. Die Realität ist anders. Im Januar vor 73 Jahren wurde Auschwitz befreit und die unvorstellbarsten Verbrechen an unschuldigen Menschen kamen langsam in die Öffentlichkeit. Das Ausmaß der Katastrophe war gar nicht zu fassen. 6 Millionen ist eine unvorstellbare Zahl. Mit einem Einzelschicksal kann man sich eventuell identifizieren. Ich erlaube mir, in Stichworten unsere Karriere als Überlebende von Auschwitz und Bergen-Belsen zu beschreiben. Renate und ich sind in diesem Land geboren, also deutsch. Unser Vater war Rechtsanwalt und Notar am Oberlandesgericht. Unsere Mutter eine wunderbare Geigerin. Wir waren 3 Töchter und lernten alle ein Instrument spielen. Ich mit Begeisterung Cello, Renate mit weniger Begeisterung Geige. Es gab bei uns ein paar Regeln, die ich als Kind überhaupt nicht verstanden habe und eigentlich ziemlich blöd fand. Zum Beispiel, dass am Sonntag ausschließlich Französisch gesprochen wurde. Am Sonnabendnachmittag versammelte sich die Familie. Wir lasen die Klassiker. Und mein Vater erzählte von seinen Erlebnissen im Ersten Weltkrieg als Frontkämpfer mit Eisernem Kreuz. Und wir spielten Schach. Das schuldeten wir unserem Namen. Mein Onkel Eduard Lasker war Grandmaster of America. Plötzlich war alles zu Ende. Das Idyll war zu Ende. Radikale Ausgrenzung, Juden unerwünscht war überall zu lesen. Man darf nicht mehr ins Schwimmbad gehen, auf Parkbänken sitzen, Fahrräder mussten abgegeben werden, Männer mussten den Namen Israel und Frauen den Namen Sarah zusätzlich annehmen. Wir mussten unsere Wohnung räumen und zurück ins Mittelalter. Wir mussten den gelben Stern auf unserer Kleidung tragen. Auf der Straße wurde ich angespuckt und dreckiger Jude genannt. Unser Vater, unverbesserlicher Optimist, konnte es nicht glauben. Die Deutschen können doch einfach diesen Wahnsinn nicht mitmachen. In dem Museum in Auschwitz kann man diese riesigen Schaufenster sehen mit Haaren, Zahnbürsten, Brillen und Prothesen. Wo kommen die her? Jüdische Frontkämpfer. Das war der Dank des Vaterlands. 1938, Kristallnacht, hier kann man nicht bleiben. Aber da war es zu spät. Wir waren gefangen. Die Massenerschießungen begannen bereits 1939 mit der Besetzung Polens und 1942 fand die bekannte Wannsee-Konferenz statt. Sogenannte kultivierte Menschen saßen zusammen und diskutierten ernsthaft, wie man am besten Millionen von Menschen, Juden, aus der Welt schaffen kann. Das einzige Problem schien die Mischlinge zu sein. Was soll man eigentlich mit den Menschen machen, die nur halbjüdisch sind? Soll man die auch ermorden? Die Deportationen begannen jetzt regelmäßig und aus allen von Deutschland besetzten Gebieten, sogar aus Griechenland, wurden Menschen nach Auschwitz transportiert. Unsere Eltern wurden am 9. April 1942 deportiert. Wir wollten selbstverständlich zusammenbleiben, mitgehen. Aber unser Vater sagte weise Worte: Nein, da wo wir hingehen, kommt man zeitig genug hin. Es erübrigt sich zu sagen, dass wir sie nie wieder gesehen haben. Ich war damals 16 Jahre alt. Also wir waren allein, mussten in ein Waisenhaus, absolut entschlossen, uns nicht unterkriegen zu lassen. Nicht zu warten, bis man abgeholt wird, um ermordet zu werden, weil man jüdischer Abstammung ist.
Wir waren zum Arbeitsdienst in einer Fabrik eingezogen. In dieser Fabrik arbeiteten unter anderem auch französische Kriegsgefangene. Bald war ein Kontakt hergestellt und so begann unsere Karriere als Urkundenfälscher. Das waren Papiere, die von den Franzosen zur Flucht benutzt wurden. Als wir bemerkten, dass man uns beobachtete, beschlossen wir selbst zu Versuchung zu fliehen und mit gefälschten Papieren in die unbesetzte Zone von Frankreich zu gelangen. Ein absolut absurdes Unternehmen, wenn ich jetzt zurückdenke. Aber was hatten wir zu verlieren? Gar nichts. Natürlich misslang dieser letzte verzweifelte Versuch. Auf dem Breslauer Hauptbahnhof, genau als wir in den Zug einsteigen wollten, wurden wir von der Gestapo verhaftet. Ich mache es jetzt kurz. Wir sitzen also im Gefängnis, ein ganzes Jahr lang. Das war ein Riesenglück, nicht sofort nach Auschwitz verfrachtet zu werden. Wir sollten beim Sondergericht einen Prozess bekommen. Ich glaube, dass wir das einem Kollegen meines Vaters zu verdanken haben, einem gewissen Dr. Lukaschek, wenn ich mich nicht irre. Das bürgerliche Gesetzbuch war damals nicht mehr aktuell. Und in der neuen Ordnung war es vorteilhafter, als Verbrecher eingestuft zu werden und nicht als Jude. Denn Verbrecher bekamen einen Prozess. Juden waren freiwillig. Die Anklage lautete Fluchtversuch, Feindesbeihilfe und Urkundenfälschung. Der Pflichtverteidiger erschien nicht, und so unverständlich das heute klingen mag, wollten wir gar nicht verteidigt werden. Je höher die Strafe, desto besser. Wir wussten schon damals, dass Gefängnis besser ist als Konzentrationslager. Es war nicht gerade angenehm. Man war 24 Stunden in einer Zelle eingeschlossen, mit der einzigen Unterbrechung des halbstündigen Rundgangs im Hof, Hände auf dem Rücken, in totalem Schweigen. Aber im Allgemeinen wenigstens wird man im Gefängnis nicht ermordet. Renate bekam 3,5 Jahre Zuchthaus und ich 1,5 Jahre Gefängnis. Wir haben die Strafe nicht abgesessen und wurden beide separat nach Auschwitz geschickt. Es ist kaum zu glauben, ich sollte auch ein Papier unterschreiben, dass ich freiwillig nach Auschwitz gehe. Was in Auschwitz geschah, war damals bereits bekannt. Nur wollte man es einfach nicht glauben. Leider war es wahr. Also ich komme in Auschwitz an mit einem Versuch, mich auf das Schlimmste vorzubereiten, soweit so etwas überhaupt möglich ist. Es kam anders. Ich war nicht mit einem dieser Riesentransporte von Juden angekommen, die an der Rampe zu Tod oder Leben verurteilt wurden, sondern als Verbrecher. Und das war vorteilhafter. Wir waren sogenannte Karteihäftlinge. Mein Kopf wurde rasiert und die Nummer 69388 wurde auf meinen linken Arm tätowiert. Die Anita Sarah Lasker gibt es nicht mehr. In Auschwitz, es ist kaum zu glauben, gab es Musik. Und es war dringend jemand gebraucht, der Cello spielt. Ich wurde Mitglied der Lagerkapelle in Birkenau. Dirigentin war Alma Rosé, Nichte von Gustav Mahler und von Arnold Rosé, jahrelanger Konzertmeister der Wiener Oper, bis er entlassen wurde. Er war Jude. Na, die Kapelle wohnte auf Block 12. Beinahe am Ende der Lagerstraße, nur ein paar Meter von Krematorium 1 entfernt und einem unbeschränkten Blick auf die Rampe. Wir konnten alles sehen. Die Ankunftszeremonien, die Selektionen, die Kolonnen von Menschen, die Richtung Gaskammer gingen und in Rauch verwandelt wurden. 1944 kamen die Transporte aus Ungarn an. Die Gaskammern konnten nicht Schritt halten. Danuta Cech schrieb in ihrem bewundernswerten Buch Kalendarium der Ereignisse im KZ Auschwitz-Birkenau: Der Lagerkommandant Höss ordnet an, 5 Gruben zur Leichenverbrennung auszuheben. Die Transporte waren sehr zahlreich und es kam vor, dass das Krematorium 5 nicht alle Menschen fasste, die mit dem Transport angekommen waren. Die, die in den Gaskammern keinen Platz hatten, erschoss man.
In vielen Fällen warf man Menschen bei lebendigem Leibe in die brennenden Gruben. Auch das habe ich gesehen. Wenn man nicht direkt bei der Ankunft in die Gaskammer kommt, überlebt man in Auschwitz sowieso nicht lange. Maximal 3 Monate. Wenn man irgendwie gebraucht wird, hat man eine winzige Chance. Ich hatte diese Chance. Ich wurde gebraucht. Wir spielten Märsche am Lagertor für die Gefangenen, die in den umliegenden Fabriken arbeiteten, IG Farben, Buna, Krupp und so weiter, und Konzerte am Sonntag, irgendwo auf dem Lagergebiet, für das Personal oder wer immer auch zuhören wollte. Für viele war Musik in dieser Hölle eine absolute Beleidigung. Für manche vielleicht eine Möglichkeit, sich für Momente in eine andere Welt zu träumen. Renate kam dort etwas später aus dem Zuchthaus an und durch einen geradezu unglaublichen Zufall haben wir uns wiedergefunden. Birkenau ist unwahrscheinlich groß. Der Zustand meiner Schwester ist kaum zu beschreiben. Ein Skelett mit offenen Wunden an den Beinen, die einfach nie heilten. Natürlich hatten wir alle Typhus. Vor Läusen konnte man sich überhaupt nicht retten. Und von Hunger will ich schon gar nicht sprechen. Eigentlich wäre es eine Gnade gewesen, wenn sie einfach stillschweigend sterben würde. Es war unglaublich. Sie überlebte. Plötzlich hieß es antreten. Juden auf eine Seite, Arier auf die andere. Das konnte nur eines heißen. Gaskammer. Aber wir hatten uns getäuscht. Wir wurden in einen Viehwagen verladen. Renate kam ganz einfach mit. Jetzt trennen wir uns nicht mehr. Wir fuhren gen Westen, nach Bergen-Belsen. Auschwitz wurde gesäubert. Die Gaskammern wurden gesprengt. Ganz gelungen ist es nicht. Wer hätte geglaubt, dass wir Auschwitz lebendig und nicht als Rauch verlassen würden? Zu der Frage, ob es in Belsen besser war, kann ich nur eins sagen, es war anders. In Auschwitz hat man Menschen auf die raffinierteste Art und Weise en gros ermordet. In Belsen ist man ganz einfach krepiert. Wir existierten inmitten verwesender Leichen und warteten auf das Ende. Dann kamen die Engländer und wir waren befreit. 19. April 1945. Ich war 19 Jahre alt. Ich spreche oft hier zu jungen Menschen in Schulen und nicht nur jungen Menschen. Und eine der besten Fragen ist immer, sind Sie dann nach Hause gefahren? Ein Zuhause gab es nicht mehr. Wir waren diese neue Menschengattung, Displaced Persons, mit all den Problemen, die damit zusammenhängen. Was soll man mit diesen Menschen machen? Ich brauche die Antwort nicht zu buchstabieren. Im Jahre 2000 fand die internationale Konferenz in Stockholm statt und der Beschluss, den 27. Januar zum offiziellen Gedenktag zu ernennen und Holocaust als Pflichtfach in Schulen einzuführen. Die Stimmung war voller Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Inzwischen sind über 70 Jahre vergangen. Die Generation der Täter gibt es nicht mehr. Man kann es eigentlich der heutigen Jugend nicht verübeln, dass sie sich nicht mit den Verbrechen identifizieren wollen. Aber leugnen, dass auch das zur deutschen Vergangenheit gehört, darf nicht sein. Noch mehr zur Sache. Noch mehr zur Sache kann gar nicht sein. Worunter soll dieser Schlussstrich gezogen sein? Was geschehen ist, ist geschehen und kann nicht mit einem Strich ausgelöscht werden. Es handelt sich auch gar nicht um Schuldgefühle, die sind vollkommen fehl am Platz. Es handelt sich jetzt um die Sicherheit, dass so etwas nie, aber auch nie wieder hier geschehen kann. Der eminente
Der eminente Historiker Professor Yehuda Bauer sagte in seiner Rede im Bundestag, dass Menschen selten aus der Geschichte lernen und dass der Holocaust keine Ausnahme bildet, aber dass hier einiges hinzugefügt wurde, was es bisher noch nicht gab. Ein industrieller Massenmord, Menschen wurden recycelt. Nach der Katastrophe hat sich Deutschland exemplarisch benommen. Nichts wurde geleugnet, Antisemitismus war nicht mehr modern. Heute sind andere Zeiten. Die Welt ist voller Flüchtlinge. Für uns haben sich die Grenzen damals hermetisch geschlossen und nicht wie hier geöffnet. Dank dieser unglaublich generösen, mutigen, menschlichen Geste, die hier gemacht wurde. Heute gedenken wir der Millionen von unschuldigen Opfern. Wir sollten auch der mutigen Helfer gedenken. Es gab sie. Nicht genug, aber es gab sie. Es gab Menschen, die damals ihr eigenes Leben gefährdet haben, um anderen Menschen zu helfen. Auch das sollen wir nicht vergessen. Antisemitismus ist ein 2000 Jahre alter Virus, anscheinend unheilbar. Immer gibt es andere Gründe. Religion, Rasse. Nur sagt man heute nicht mehr unbedingt Juden, heute sind es die Israelis. Ohne wirklich die Zusammenhänge zu verstehen oder gar zu wissen, was hinter den Kulissen vor sich geht. Juden werden kritisiert, dass sie sich damals nicht verteidigt haben, was nur bestätigt, wie unmöglich es ist, sich unsere damalige Lage hineinzuversetzen. Und dann werden Juden kritisiert, wenn sie sich verteidigen. Was für ein Skandal, dass jüdische Schulen, sogar jüdische Kindergärten, polizeilich bewacht werden müssen. Man muss sich wirklich fragen, warum. Es gibt weder Entschuldigung noch Erklärung für das, was damals geschehen ist. Alles, was bleibt, ist Hoffnung. Die Hoffnung, dass womöglich letzten Endes der Verstand siegt. Seit Jahren bin ich regelmäßig hier eingeladen und habe einen sehr positiven Kontakt mit jungen Menschen. Bei meinem letzten Besuch habe ich etwas erlebt, was weniger positiv war. Ich war in Bayern, in Rosenheim, und zwei wirklich bewundernswerte Geschichtslehrerinnen hatten mit Riesenenthusiasmus und ohne irgendwelche offizielle finanzielle Hilfe eine Lesereise in Schulen in Traunstein organisiert. Der Plan war, zwei sehr unterschiedliche Augenzeugen zu Wort kommen zu lassen. Niklas Frank, Sohn von Hans Frank, Generalgouverneur von Polen und auch Judenschlechter genannt, und ich. Wir trafen uns im Restaurant meines Hotels und besprachen die bevorstehenden Termine. Ein Mann in der Nähe hat offensichtlich die Ohren gespitzt, kam wütend an unseren Tisch und beschwerte sich, dass wir hier schon wieder diese schöne Atmosphäre mit diesen Auschwitz-Geschichten verderben. Und Ähnliches. So etwas wäre vor, sagen wir, 5 Jahren vielleicht nicht möglich gewesen. Also aufpassen. Ich denke manchmal, dass die Kapelle in Auschwitz eine Art Mikrokosmos, eine Miniaturgesellschaft war, von der man etwas lernen könnte. Da waren alle Nationalitäten vertreten. Ein Turmbau von Babel. Mit wem kann ich sprechen? Nur mit Menschen, die Deutsch oder Französisch sprechen. Polnisch oder Russisch kann ich nicht. Mit denen spreche ich also nicht. Man sieht sich misstrauisch an, glaubt automatisch, dass man feindlich gesinnt ist,
fragt nicht einmal, warum auch Sie in Auschwitz gelandet sind. Viele Jahre nach diesen Ereignissen habe ich einen engen Kontakt mit einer dieser Mitgefangenen, eine Polin, reinarisch, die damals Geige in der Kapelle gespielt hat. Wir haben dort nie miteinander gesprochen. Dank eines geradezu unglaublich schlechten Buches über das Mädchenorchester kamen wir wieder in Kontakt. Wir trafen uns in Krakau, haben noch immer Sprachprobleme, aber wir sprechen miteinander. Wir korrespondieren auf Englisch. Kurzum, wir sind Freunde geworden und haben gemerkt, dass wir viel mehr gemeinsam haben, als uns trennt. Vielleicht könnte das als Beispiel für die heutigen Probleme dienen. Sprecht miteinander. Baut Brücken. Was den wieder aufblühenden Antisemitismus betrifft, fragen Sie sich, wer sind das eigentlich, diese Juden? Warum findet man sie überall? Vielleicht, weil sie vor 2000 Jahren aus ihrer Heimat in alle Welt vertrieben wurden und immer wieder irgendeinen Platz gesucht haben, wo sie hofften, in Frieden leben zu können, nicht ermordet zu werden. Juden sind kein Sammelbegriff, ganz einfach Menschen. Zugegeben mit einer sehr ungewöhnlichen Geschichte. Immer wieder Prügelknaben, verfolgt, ermordet und verleumdet. Auf der positiven Seite ist, dass am 18. dieses Monats hier in diesem Hause einstimmig eine Resolution angenommen wurde, dass Antisemitismus entschlossen bekämpft werden muss. Man kann nur hoffen, dass sie den Kampf gewinnen. Die Zukunft liegt in ihren Händen. Vor 8 Jahren hat Simon Peres, der damalige Präsident von Israel, hier eine Rede gehalten und sagte, während es sein Herz zerreißt, wenn er an die Gräueltaten der Vergangenheit denkt, blicken seine Augen in eine Welt von jungen Menschen, in der es keinen Platz für Hass gibt. Eine Welt, in der Krieg und Antisemitismus nicht mehr existieren. Utopia. Endlose Schwierigkeiten waren zu überwinden, bevor wir beide Deutschland verlassen konnten, fast ein ganzes Jahr. Und ich hatte geschworen, nie wieder meine Füße auf deutschen Boden zu setzen. Mein Hass auf alles, was deutsch war, war grenzenlos. Wie Sie sehen, bin ich eifrig geworden, schon vor vielen, vielen Jahren. Und ich bereue es nicht. Hass ist ganz einfach ein Gift, und letzten Endes vergiftet man sich selbst. Ich verabschiede mich jetzt von Ihnen mit Dank für diese Einladung und Anerkennung für die Würde und Offenheit, mit der Sie jedes Jahr diesen Gedenktag begehen. Thank you. Ich bin jetzt hier am Platz zurück. Okay.